Willkommen zurück zu Gothic. Was willst du? Und wie versprochen, werde ich hier mit Korkalom reden. Ich habe Crawlerzangen für dich. Was kriege ich dafür noch gleich? Gut, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Ah, ich glaube Mana-Tränke. Iberion schickt mich. Ich habe den Fokus. Ah, der Fokus. Jetzt kann ich mich endlich den Studien über die Magie dieser Artefakte widmen. Wenn ich nur ausreichend Sekret hätte. Verflucht. Dammit. Sekret? Ja, wie du sicher schon weißt, stelle ich die Elixiere für die Anrufung des Schläfers her. Nein. Ich benutze dafür das Sekret aus den Zangen der Mindcrawler. Du weißt doch, was Mindcrawler sind. Ich habe dir gerade Zangen verkauft. Verdammt. Ja. Ausgezeichnet. Iberion sagt mir, du würdest mich entlohnen, wenn ich dir den Fokus bringe. Tatsächlich? Hat er das gesagt? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich denke, 50 Erz sollten reichen. Erzähl weiter. Also, ich hatte vor kurzem eine Vision vom Schläfer persönlich. Er gab mir ein Zeichen. Er gab mir zu verstehen, dass es ein anderes Mittel gibt als das Sekret der Zangen. Und er wählte mich, diese Mission weiterzugeben. Du bekommst diese Mission nicht von mir. Du bekommst sie vom Schläfer. Ich fühle mich nicht möglich. Schweig, Narr! Er gab mir zu verstehen, dass mein Weg richtig ist, nur dass das Mittel nicht stark genug sei. Das bedeutet, das Mittel, was wir suchen, finden wir bei den Mindcrawlern. Nur die Zangen sind nicht ausreichend. Es muss etwas anderes geben. Aha. Habt ihr die Mindcrawler nie untersucht? Ich meine, vielleicht gibt es ein anderes Körperteil, das mehr von dem Sekret enthält. Natürlich haben wir schon einige Mindcrawler seziert, aber nur ihre Zangen scheinen das Sekret zu enthalten. Es muss etwas anderes geben. Finde ihr Nest und du findest die Antwort. Oh mein. Wo finde ich die Mindcrawler? In der alten Mine. Ich finde es sehr großartig, dass auch der Char hier, den ich spiele, man erfährt nie seinen richtigen Namen, etwas so ein bisschen seltsam finde, dass die Mission direkt vom Schläfen kommt. Wie kämpfe ich am besten gegen die Mindcrawler? In der Mine sind Templer. Sie jagen die Crawler wegen ihrer Zangen. Wende dich an Gor Navid, er wird dir helfen. Gor Navid. Wie soll ich in der Mine das Nest finden? Das ist der schwierige Teil der Mission. Ich kann dir weder sagen, wo noch was du suchen musst. Aber der Schläfer wird bei dir sein. Na, dann bin ich ja beruhigt. Ich wollte gerade sagen, dann kann ja gar nichts mehr schiefgehen. Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. Woher willst du wissen, dass ich nichts davon verstehe? Das wird bestimmt eine finstere Suche. Nimm diese Spruchrollen des Lichts. Du wirst sie in den dunklen Stollen gut gebrauchen können. Die Templer in den Minen werden dir helfen. Möge der Schläfer dir Kraft schenken. Möge sein Licht auf deinem Weg leuchten, deinen Geist erhellen und deinen Willen festigen. Ja, genau. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Ich frag mich gerade, was ich wohl gekriegt hätte, wenn ich gesagt hätte, dass es ein blutiges Abenteuer wird. Na gut, Licht kostet einen Mana, ich habe 5 Mana, das heißt, ich kann das gerade 5-mal zaubern. Mindcrawler. Was gibt's denn für Lehrer im Sumpflager? Ja, genau. Keine, mir bekannt. Wobei ich mich, soweit ich weiß, da drüben noch nicht umgeguckt habe. Das war ich gerade mal. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Ui, dachte gerade schon, das wäre zu tief. Gor Navid, nicht Gor Nadrak. Hey, hier hoch. Was ich meinte, ist hier drüben, wo diese Banner da hängen. Da habe ich mich noch nie umgeguckt. Vielleicht gibt's ja hier jemanden, der mich stärker machen kann. Okay, der kann mich wohl magischer machen. Ich will lernen, die Kraft meiner Magie zu steigern. Die Kraft deines Geistes ist der Schlüssel dazu. Okay, brauche ich Mana? Eigentlich nicht.
gerade nicht. Vielleicht später. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Eigentlich auch das nicht. Sondern... Oh, das ist praktisch. Was ich eigentlich will... Zum Beispiel ein besseres Amulett. Nein. Das hier sind, genau, das hier sind Spruchrollen, die kann man einmal einsetzen. Und das hier unten sind Runen. Die kann man immer wieder einsetzen. Allerdings muss man, die oberste Zeile ist Kreis. Man muss halt den entsprechenden magischen Kreis auch haben. Ach verdammt, ich hatte ja gehofft, du hättest ein bisschen Erz für mich, Junge. Aber er hat leider kein Erz. Nun gut, dann kann ich hier also nicht stärker werden. Bevor ich allerdings in die Mine gehe, muss ich auf jeden Fall stärker werden. Gegen Minecrawler, vor allem wenn er mehrere auf einmal kommen. Hui, das war knapp. Habe ich da echt keine Chance. Und ich habe irgendwie auch keine Lust, dass die Templer das dann für mich erledigen, weil ich dann ja die Erfahrung nicht mehr bekomme. Jetzt überlege ich gerade, ob es im alten Lager... jemanden gibt, der mich stärker machen kann, aber ich glaube leider nicht. Das heißt, ich müsste jetzt... Ja. Das werde ich machen. Ich werde jetzt wieder ins neue Lager gehen und dort erstmal stärker werden, dann den Lurker und Lefty verprügeln, die Quests abschließen und danach erst in die Mine gehen, um Minecrawler zu schlachten. Vielleicht kriege ich ja auf dem Weg dorthin noch ein bisschen, also genug Erfahrung, um noch eine Stufe aufzusteigen, dass ich da nochmal ein bisschen Lernpunkte dann übrig habe für das nächste, was ich brauche. Das könnte sogar klappen. Vielleicht baller ich einfach nochmal Stärke hoch. Ne, ich könnte Zweihänder lernen, ne? Wird ja langsam Zeit, dass ich mal eine gescheite Zweihandwaffe besorge. Oder bekomme. Oder finde. Wie auch immer. Wäre ja eigentlich mal nicht verkehrt, ne? Auch bei den Zweihändern wird die Stärke auf den Schaden draufgerechnet. Und man hat, glaube ich, gesehen im Fenster, ich zeige es nicht, hat man, wenn man nicht ausgebildet ist, 0% Wahrscheinlichkeit, einen kritischen Treffer zu landen, wenn man mit der Waffe auf Stufe 1 umgehen kann, so wie ich jetzt mit den Einhandwaffen, dann hat man eine 5%ige Chance auf einen kritischen Treffer. Und wenn man das Ganze auf Stufe 2 hat, keine Ahnung, dann sind es wahrscheinlich 10 oder 15% Chance auf kritischen Treffer. Und bei einem kritischen Treffer wird einfach die Stärke doppelt gezählt. Das heißt, man kriegt zusätzlich zu dem Schaden nochmal den Stärkewert dazu als Schaden. Eventuell wird auch der Rüstschutz des Gegners ignoriert, aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Die Stärke kommt auf jeden Fall dazu. Ich hoffe, die verfolgen mich jetzt gerade nicht. Okay, tun sie nicht. Da bin ich ein bisschen zu spät abgedreht. Aber hier sieht man wunderbar zweites Kapitel. Aber obwohl hier alle Gegner weg waren, sind hier wieder plötzlich welche. Das liegt, wie gesagt, einfach daran, dass im neuen Kapitel einfach die Gegner neu spawnen. Das ist einerseits natürlich gefährlich, aber andererseits ist das auch ganz praktisch. Wolf? Doch. Weil man dann immer wieder Erfahrung bekommt, auch wenn man die immer gleichen Wege zum 20. Mal läuft. Von daher bin ich da gerade ganz froh drüber, weil ich ja eh noch ein Level brauche. Oder? Brauche ich ein Level? Ich glaube nicht. Erstmal die da. Ja, dann den. Irgendwie war der einfacher als der vorhin. Weiß auch nicht. Weiß nicht, vielleicht gibt es auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man... Oder auch bei dem... Vielleicht haben die Gegner ja auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu blocken oder so. Das kann natürlich auch sein. Das weiß ich gerade nicht. Bin ich überfragt. Na, da ist wieder ein Mole Rat. Ich frage mich eh, ob ich jetzt noch Sly überhaupt berichten kann, dass ich das Amulett von Neck hab. So nach dem Motto, du, ich hab dir doch vor einem halben Jahr gesagt, dass ich Neck gefunden hab. Ich war heute zufällig nochmal dort und hab ihn nochmal genauer angeguckt.
und das Amulett gefunden. Was ist das? Ah, puh, ich dachte gerade, da wäre irgendwie das Spiel oder die Aufnahme abgestürzt. Aber ne, da hat wohl nur das Spiel wieder kurzzeitig rumgesponnen. Das tut's ja leider öfter. Ah, da fehlen mir jetzt 22 Lebenspunkte. Wie kriege ich die? Komm, 5. Dann sind die mal weg. 5 und ein Schinken macht 23. Verdammt, jetzt fehlen mir noch 4. Das schreit nach einem Hallenpilz. Oh, was ist das denn, hm? Hey, da war ich noch nicht, oder? Oh, da war ich ja schon. Ne, hier war ich nicht, ne? Sonst hätte ich sicherlich den Trank hier mitgenommen. Aber irgendwie gibt's hier halt auch nichts. Das ist einfach nur so eine Höhle mit ein paar Gegnern drin. Ich meine, das ist nett, so als, boah, das Landschaftselement. Bisschen Abwechslung, warum nicht? Aber ich würde mir ja doch eher so ein bisschen ein Dungeon oder so wünschen. Muss ja kein großer sein, einfach so ein bisschen was. Vielleicht ein kleines Rätsel oder so. Vielleicht auch nicht überall, aber gelegentlich. Und hier war ich noch gar nicht, ne? Verschwinde hier lieber. Hinter dieser Barrikade beginnt das Orkgebiet. Ist das gefährlich? Sagen wir es mal so. Da dich die Orks sowieso in Fetzen reißen werden, kannst du uns auch genauso gut all dein Erz geben. Nein. Ich drehe lieber wieder um. Ist wohl besser, wenn ich wieder umdrehe. Schade. Hätte dein Erz gerne verwahrt. Ja, verwahrt. Und du hättest es mir bestimmt auch gleich zurückgegeben, ohne Aufforderung, wenn ich wieder zurückgekommen wäre, nicht wahr? Natürlich, du bist ja schließlich ein ehrenhafter Gardist. Ah. Oh, hier liegt der... Moment. Ich glaube, hier ist gefährlich, ne? Sind da vorne nicht irgendwelche Biester? Nee, die sind böse. Mit denen lege ich mich gar nicht erst an. Nein, verdammt. So viel dazu. Ich sagte doch, die sind böse. Kommt, prügelt euch mit den Goblins. Verdammt. Die Goblins hätte ich jetzt sogar geschafft. Glaube ich. Habe ich noch... Da unten. Verdammt! Dann bleibe ich eben hier oben. In der Hoffnung, dass die Wegfindungs-KI nicht klug genug ist, um hier außen rumzulaufen. Puh, diese Viecher sind böse. Komm schon, Goblin. Nein, sein Schwert ist da unten. Egal, ich bin dem Viech entkommen. Und ich habe gesehen, es hat mich nur einmal getroffen und wie viel es mir abgezogen hat. Ja, diese Viecher sind böse. Kannst mir leider auch nichts beibringen. Also zumindest keine Stärke. Gibt's vielleicht hier... Ah ja, hier gibt's auch neue Gegner. Wobei, den Scavenger hebe ich mir mal auf. Um zu überprüfen, ob die Stärke wirklich meinen Schaden erhöht. Wenn sie das nämlich tut, dann müsste, aller Logik nach, wenn ich meine Stärke erhöhe, ich den Scavenger mit einem Schlag umlegen können. Weil ich ja jetzt schon mit einem Schlag die fast kaputt mache, die Scavenger. Und die da am Schluss noch ein kleines bisschen Leben haben. Deswegen hebe ich mir den jetzt auch nochmal auf und auf dem Rückweg haue ich dann auf ihn drauf. Und eigentlich sollte er dann auf Anhieb mit dem ersten Schlag umfallen. Ja gut, da drüben wäre auch noch einer. Ist ja jetzt auch halb so wild. Ich werde... ich überlege gerade, ob ich mich nochmal heilen soll. Aber ich glaube, das lohnt sich nicht, ne? Ich habe ja eine Hütte im neuen Lager. Und was brauche ich? Ich glaube, ich muss Stufe 10 werden.
um Söldner zu werden. Und jetzt, boah, jetzt brauche ich echt nur noch 540 Erfahrungspunkte. Dann bin ich Stufe 8. Boah, das ging schnell. So, Junge, du wolltest doch was rauchen, oder? Guck mal, ich habe was dabei für dich. Hallo. Ach, verdammt, geht nicht mehr, hm? Ja, du hast schon was. Man darf auch nicht. Wer ist mit dir? Hallo. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich bin... Ja, das funktioniert. Hallo. Ich... Klar, hier ist... Wenn du mal... Es ist zwar ein bisschen... Ja, ich weiß, es ist ein bisschen alles müßig. Alles klar bei dir? Aber ich krieg dafür einfach... Du hast du... Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Ich krieg dafür halt ein bisschen mehr, als wenn ich es direkt beim Händler verticke. Und ich weiß nicht, ich glaube, irgendwann gibt es doch noch relativ gute Waffen zu kaufen oder eine Rüstung oder so. Von daher hätte ich schon gerne so viel Erz wie möglich. So, bevor ich jetzt wieder zu Lefty gehe, würde ich mal eine Runde speichern. Und genau... Was dann im neuen Lager passiert, erfahren wir dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis dahin.